zu verlieren. Liebe YouTube-Community, wenn ihr wirklich möchtet, dass ich ein Bikini 1000 Abonnenten-Special mache, dann schreibt es am besten unten in die Kommentare rein. Ja? Und schon wurden 50.000 Fake-Accounts gemacht. Ja, also unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr nicht keine Kommentare schreibt, dann gehe ich davon aus, dass ihr es nicht sehen wollt. Meinst du die zwei Hänger, die ich gerade verkauft habe? Nee, die kleinen Fortuna K180. Ach so. Da denkt man, man kann ja ungesehen mal schnell mit dem Ding hier langschleichen. Nein. Kriegt ihr natürlich doch alle welche hier. Nichts Unendliches. Tut mir leid, ich kann nicht schneller. Gut, kann Ding. Oh, jetzt bin ich hier. Mein Tank hat gerade einen Rentner verschluckt. Was übrigens, dein Tank hat einen Rechner verschluckt? Ein Rentner. Was denn das? Ich fahr doch nicht wegen jedem Scheiß einzeln, Kater. Ich nehme mir Flug, alles gleich auf einmal. Ja, ja, ich hab keinen Freund gehabt, ey, boah, ich kann das nicht. Wo stehen denn, haben wir noch irgendwo Anhänger stehen? Ah, ja, einen hab ich jetzt zurückgesetzt. Den zweiten ach, davon. Ja, mach Finger von meinen 2-3 Schämeln. Ich koppel den einen schon mal an, damit ich den Dings schon mal abfahren kann. Was? Dem Mähdrescher hinten. Florian, kommst du mal kurz zu mir? Da oben stehen zwei Fortuna-Hänger und die wollte ich jetzt eigentlich für den anderen zusammenhängen. Achso, ja, mach das mal. Ja, ich komme zu dir, Charlie. Soll ich reinspringen? Oh. Ja. Ups, Entschuldigung, Waldmeister. Moment. Vor allen Dingen an der Seite kannst du auch noch vorbei von einer anderen, ne? Echt? Ja, das Gebäude. Ich habe gerade zwei Fortuna-Anhänger gesehen, auf Feld 19 stehen die. Ja. Die sind für den mit Weizen und dann gibt's noch. Die anderen zwei sind für den mit Raps. Ja, ich bin drin, Charlie. Jo, verkaufen. Ach so. Hast du keinen Admin? Nein. Warum nicht? Weil ich mich so nicht eingeloggt hatte. Ach so, aber du hast aber grundsätzlich Admin. Ja, ja, hab ich. Okay, ich war mir nicht. Ich wollte doch gerade sagen, ich hab dir das ja auch gegeben. Sonst hätte ich dir das jetzt nachgeholt. Mach es nur, ob er es nutzen will. Den Drehschemel hängt ihr aber wieder an, hä? Drehschemel? Irgend so ein Trickschwein hat hier einen Dreischäbel abgehangen von meinen Beinen. Ich war froh, dass ich den Mist zusammenhalte. Ich glaube, es macht Waldmeister gerade. Die BGA ist jetzt von der Gülle her leer. Echt? So schnell? Ja. Krass. Und das war komplett nur für das Feld 12. Okay. Oh. Und das ist noch nicht fertig. Oha. Hier nicht auf dein Zeich aufpasst. Ja. Ich wurde nämlich auch gerade erstmal schön ins Feld reingezoomt. Okay. In der Hecke. Ich weiß auf jeden Fall in der Hecke drinnen verschwunden. Ab durch die Hecke. Ja, so in etwa. Geiler Trickfilm. Ja. Der ist wirklich gut gemacht. Die Kinder, die gucken den definitiv immer sehr gerne. Hast du Kinder? Nur keine eigenen. Die hat er irgendwo gefunden. Anerkannte Kinder. Okay. Ja, ja. Hat meine Frau mitgebracht, zwei Stück. Zwei, wie alt sind die? Einmal 5, einmal 3. Also 5 Würze jetzt. Ja. Der Alex. Und der Dean, der ist 3. Okay, wenigstens heißt keiner von denen Kevin, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können weiter Kevin-Witze machen. Yeah! Klar. Kevin ist auch ein Mädchenname. Ach stimmt, das sind ja zwei, ja, hast du gesagt, zwei Mädchen. Nee, ein Junge und ein Mädchen. Ach so. Okay. Kevin wird schon niemals ein Kind nennen, das ist eine Beleidigung. Ja. Eigentlich wahrscheinlich heißt Kater sogar Kevin mit Vornamen. Nee, ist Jens. Jens? Achso, okay. Er ist Jens. Ja. Das wussten wir halt. Ich wusste es nicht. Nein, Jens mit S wahrscheinlich. Ganz normal. Jens mit S. Vorne J, hinten S. Jetzt haben wir ein Geheimnis mehr von Kater aufgedeckt. Habt ihr keine Geheimnisse? Nee. Mein Nachnamen erfährst du nicht und mein Geburtsdatum erfährst du nicht, aber sonst. Ah, weil du hättest mir dein Geburtsdatum mal verraten. Komm, du bist doch auch Krebs. Nee, Kater hat Anfang Januar Geburtstag. Hey, ich bin Steinbock. Ja, ja. Anfang Januar, ne? Anfang Januar hab ich Geburtstag, er hat ein bisschen später Geburtstag. Kater hat später, Wassermann. Wassermann.
Wer nichts wird, wird wird, und wenn das nichts wird... Geht zum Bund. Ja. Ja. Oh, wollen wir mal mit Rüben anfangen, oder? Oh, ja. Soll ich Rüben, oder? Ach nee, ich fahr... Macht ihr mal Rüben? Ich fahr hier, ich komm nicht zu euch. Soll ich irgendwas ich auf mach hier erstmal den Verkauf. Rüben wollte eigentlich ich machen, aber okay, ich bin jetzt hier oben mit den 2 Meter schon beschäftigt. Ich komme also, hoch. Ja, was machen wir da auf? Nochmal Mais sehen da? Ja, ne? Was auf die ja, wir 12? Brauchen für die BGA. Wollen wir mal die BGA richtig voll rammeln? Ja, dann brauchen wir auf Feld 12 rammeln. Wie die Kanickel. Also so richtig alle Silo, Fahrsilos voll machen. Hat jemand nicht gesagt, die Zuckerrüben werden gedüngt? Ja, Waldmeister hat es gesagt. Die sind nicht gedüngt. Die sind gedüngt. Also ich hab gerade eben die Skülle-Ding angemacht, bei mir sieht's hell aus. Waldmeister, wo sind denn die anderen Anhänger? Welche anderen? Haben wir nicht noch welche überstehen irgendwo? Unten. Achso, hier, ich sehe schon. Scheiße, den hab ich mir gekrallt, den zweiten Fortuna. Also ein Fortuna ist unten bei der BGA noch. Nee, ich hab hier, ich sehe hier 3 Stück hängen aneinander. Was soll ich noch auf die 12 jetzt drauf? Die hab ich extra für den Mais. Dingen zusammengehangen. Mais. Ja. Wir tuschen hier bei der BGA. Ach scheiße. Nachtanken. Gibt's bei der BGA überhaupt eine ja. Saatgut? Eine Saat? Achso, ja. Saatgut? Ja. Saatgut. Ja. Gibt es. Wo hab ich denn das? Das ist warte, ein Lagerposten. Ich switch da mal eben rein. Warte, ich komm hingelaufen. Brauchst du nicht hingelaufen, ich steige einfach aus. Du stehst hier direkt daneben. Das ist doch praktisch. Warte mal, hier habe ich einen Charlie. Charlie, ja. Du bist es. Genau, hier wo ich stehe und hüpf. Warum fährst du denn jetzt rückwärts? Ja, warte mal, ich bin selber, warte mal kurz, lass mal aussteigen. Einfach mal F5, das siehst du, wo der Trecker ist. Oder ist hier dann? Bro, welchen Hänger willst du denn jetzt mitnehmen? So, die 3, die hier stehen. Alle? Ja, natürlich. Ja, die sind für den anderen oben, dass ich den... Wow. Ja, dann... Ja, ich... Dem einen... Ach, das Ding ist es. Ich helfe dir beim Abtanken. Ja, natürlich. Ach so. Ja. Entschuldigung. Wow. Ja, das leckt gerade. Habt ihr auch so extreme Lecks? Ich nicht. Ja, das ist es aber geht. Nur, wenn jemand auf der BGA hier oben ist. Die BGA hier oben, die ist ja richtig übel. Ja, die. Hallo, Hidan. Guten Abend. Na, was geht? Meine Frage, hat eigentlich mal wieder jemand was von Marvin noch gehört? LS. Nee, ich habe von Marvin nichts gehört. Okay. Und du bist mit LOL fertig? Ja. Anstrengende Spiele. Echt? Nö. Ein halber Ding in der Mitte spielt, dann steht er nur da. Wird aufgefüllt. Ach so. Okay. Otto, kannst wieder reinspringen. Jo. Ja, ich brauch dann mal das Gewicht dann, Otto. Was ihr alle braucht. Ja. Warte. Lass mich erstmal hier auf die Ecke. Ich kann den Raps förmlich riechen hier. Ich lege dir hier vorne hin, das Gewicht. Wo? Danke sehr. Wie, warte mal. Das warte, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Wo? Nee. Wie melde ich mich nochmal als Admin an? Mit der Taste U. U, genau. U wie Ulrich. Jan Ulrich. U wie Untergebener. Ja. Ja. Müsste, glaube ich, da liegen. So, ich mach mal kurz. Cool, ich mach mal kurz Aufnahmepause. Ja. So, ich nochmal kurz. Ich mach mal. So, Nicht laut sagen, ne? Denkt da immer noch auf. Ja. Habt ihr notiert? Alle, ja. Halle mach Halle. Wir haben doch fast alle einen Admin hier. Stimmt. Aber die YouTube-Community hat noch keinen Admin. Du kannst ja so einen schönen Piepton drauflegen, wenn das jemand sagt im Video. Oh Gott, ey, müsst ihr nur Piepton machen hier die ganze Zeit. Unfall gebaut. Du sollst das Passwort zensieren, nicht dich. Ach so. So, und da sind wir wieder. Aber vielleicht ist das Admin-Passwort ja sowas wie und... aber, Florian gebaut. Ich sag, dass das das Passwort ist. Vielleicht habe ich das Passwort gesagt, vielleicht aber auch nicht.
Ich weiß es nicht. Ist doch einfach nur 1, 2, 3, 4. Ja, das kann. Oder 4, 3, 2, 1. Meins. Nee, das Passwort ist Benutzername, oder Benutzername ist Passwort. Wie war das letztens? Stimmt. Der Benutzername ist Passwort und das Passwort ist Benutzername. Hat Kader gerade gesagt. Nee, das habe ich jetzt von einer anderen aufgeschnappt vor ein paar Tagen. Genauso stimmt. Wie das Passwort ist Kennwort und Kennwort ist Passwort. Da habe ich jetzt nicht ganz mitgeschrieben, ne? Könntest du es nochmal wieder machen? Macht nichts. Das Passwort heißt Passwort 1. Ja. Nur leider Gottes gibt es einen einzigen Mod auf diesem Server, den keiner hat. Außer uns. Der? Weiß ich nicht. Okay. Nehmen wir doch nicht meine Illusion. Den Lecker. Den Lecker. Jetzt, den Lecker. Wo haben wir jetzt? Warte mal jetzt. Den Lecker Mod. Flo? Sind ja, die 600 hier? Megabyte alles, oder? Die 600 Megabyte sind alles, ja. Du kannst aber auch einfach hier auf den, nee, warte mal. Du musst den richtigen, wo ist das kleine Güllefass? Du musst den richtigen Link nehmen wieder, ne? Und zwar... Das kleine Güllefass? Nee. Online. Nee, warte. Ja. Entschuldigung. Ja, neben mir in der Garage steht noch ein winziges Wasserfass. Ein Wassermilchfass. Hier. Ja, das brauchen wir für die Milch. Da sind alle Mods. Ich muss den anderen Channel mal bearbeiten. So. 598,66. Ist sogar weniger geworden, ja. Das könnte das sein, weil ich gerade im Downloaden bin. Nee, wenn du das von letztmultiplay.de/. Nein, nein, ich bin hier im Teamspeak. War. Ach so. 598,66. Ja, warum 599 runter. Lad dir am besten die von der IP runter, weil dann hast du nämlich garantiert alle Mods in der richtigen Version und so weiter und so fort. Ich hab's mir bei YouTube geholt. Also hab ich das schon geändert, da, die Links? Ja. Ah, sehr gut. Ich komme den Berg. Das heißt, ab morgen sind 2000 YouTuber auf dem Kanal. Ja. Da muss ich im Bikini die Sendung machen. Ja, definitiv. Ja. Und Hot Pen Hour. Was? So, und bei du musst dann noch umziehen. Auf jeden Fall. Bei 2000 Abonnenten hat er gar kein Bikini mehr an. Oh, nee. Also am nächsten Tag hat er dann wieder 0 Abonnenten. Ja. Und denk dran, Flo, meine Frau will pink. Ja, ich guck mal, ob ich einen pinken Bikini finde, ja. Wenn ich suche für dich auf Amazon, warte. Florian, ja? Ey, ich schwör dir, für den Spaß kaufe ich mir einen. Kaufe ich dir einen. Echt? Pink. Aber bitte Größe XL, ne? Nein, richtig schön eng. Oh. Vielleicht möchtest du mit Franzen oder ohne Franzen haben. Ist egal, in Größe S siehst du die Franzen nicht mehr. Das ist richtig schön in der Ritze. Oh. Achso, warte. String Bikini Pink. Oh, nein. Das Problem ist, Hidan weiß sogar, wo ich... Aber ey, ganz ehrlich... Leute, ey, ich kann mich nicht mit meinen Beinen und meinen Höschen zeigen, ey. Da würdet ihr alle. Müsst ihr die Knochen rasieren? Wenn du mir Zeit hast, ich habe mal einen Link gepostet, ihr könnt abstimmen, ob wir den nehmen wollen oder nicht. Oh nein, ey, ich sehe schon. So, String Bikini Triangel. Oh nein. Ja. Außerdem, meine Frau erklärt sich garantiert bereit, dich zu enthaaren. Oh! Das macht meine auch gerne mit. Wachsen! Ich hab's gefunden, hier gibt's eine weibliche Variante des Borat-Bikinis. Oh nein! Jawohl! Oh nein, ey, Jungs, ey. Mach mich nicht fertig, ey. Oh doch. Definitiv. Was macht denn Charlie bei 1000 Abonnenten? Ja, aber ey, ich Ich poste dein Video nochmal, wie du im Bikini rumeierst. Na toll. Best of Flo. Da hast du aber dann mindestens 4-6 Stunden Material. Dann. Oh, das wird ein Spaß. Wieso muss ich mich immer zur Witzfigur machen, ey? Weil du eine gesagt hast. Liebe YouTube, zu verlieren. Liebe YouTube-Community, wenn ihr wirklich möchtet, dass ich im Bikini 1000 Abonnenten-Special mache, dann schreibt es am besten unten in die Kommentare rein. Ja. Und schon wurden 50.000 Fakes-Accounts gemacht. Ja, also unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr keine Kommentare schreibt, dann gehe ich davon aus, dass ihr es nicht sehen wollt. Oh, ich glaube, so viele Kommentare hast du in deinem Leben noch nicht gehabt, Alter. Leute, seid bitte so lieb und klickt wie die Verrückten. Und geht's an euren Freunde, Familien. Dafür reaktiviere ich meinen Facebook-Account nochmal und poste das extra, damit die kommentieren. Du bist bei Facebook nicht mehr angemeldet? Nein, schon lange nicht mehr. Echt? Hast du dich doch damals abgemeldet? Ach so. Bist du überhaupt nicht auf dem neuesten Stand? Nee, Bobby hat sich auch abgemeldet hier, Showtek. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr bei Facebook. Was, Bobby? Tom.
Dali, was ist denn mit dem Bergmann? Was? Was ist denn mit dem Bergmann? Ja, der ist im Tal. Kleiner Sammelwagen, ne? Ja, der kommt ja auch weg. Ja gut, dann warten wir kurz. Ist da eigentlich noch Gülle drin? So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir haben schon 264.000. Nee, Abonnenten? Nein, Euro. Wie ist das denn jetzt passiert? Die haben alle zugehört. Ja, das habe ich gesagt, wir livestreamen das gerade und alle 10.000, die zugucken, haben es mitgehört. Nein. Doch. Ich habe Angst. Sag mal, Flo? Ja, Kater? Hast du das Passwort mal geändert in letzter Zeit? Welches Passwort? Das Admin-Passwort. Nein. Das ist immer noch 1234. Nee, der ist okay. Nee, ich hab's nicht geändert. Nee. Was soll ich denn sagen? Kannst du es nicht eingeben? Ja doch, ich hab auch schon das Recht hier. Aber ist immer aufgeschrieben, geht trotzdem nicht. Muss Groß- und Kleinschreibung beachten, ne? Ja. Die ersten Buchstaben vorne groß. Ja, der erste Buchstabe groß und der zweite Buchstabe vom... der erste Buchstabe vom... Zusammengeschrieben. Ja, zusammengeschrieben. Ja, klar. Ja, okay. Ja, das war's. Zusammengeschrieben. Sehr okay. Gut. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, Hidan, ich habe übrigens mit Dragon Ball angefangen, ne? Ich auch. Echt? Wollen wir mal zusammenspielen? Fünf Minuten später habe ich einen Controller in die Ecke geschmissen. Echt? Wieso? Ey, es gibt eine Blocktaste zum Blocken, ja, die nicht funktioniert. Das finde ich geil. Bei mir funktioniert sie. Ja, hast du versucht, was zu blocken in der Story? Versuch's mal. Hab ich. Ich konnte was blocken. Die ersten zwei Level schaffst du was zu blocken, ja. Ach so, danach nicht mehr. Yep. Wie, du hast innerhalb von 5 Minuten hast du die ersten zwei Level geschafft? Klar, du musst doch, hast du mir die Kombo-Liste angeguckt, drücke X oder Y und smash die einfach in irgendeiner Reihenfolge, wie du lustig bist. Ja, das habe ich gesehen, ja. Das Spiel, ist die Kombo-Liste. Spielt ihr Schrottbox? Nee, ich habe Xbox-Controller. Achso. Wer synchronisiert jetzt eigentlich auf den Server? Hidan. Ja. Ich krieg's auch gerade mit, jetzt kann Maka bei mir was rein. Was kann man die rein? Na, jetzt synchronisieren Daten. Ah, okay. Oh, wir haben ja schon nur 26, wie geil. Jo. Ja. Alter, leg mich dann aber heute nicht nochmal schlafen, ich fahr dann direkt zur Arbeit, ey. Ach schön, du musst nachher arbeiten, ne? Ja, ich fahr aber direkt, ich fahr jetzt gleich los. Das war so gleich im Anschluss dann. Wann musst du losfahren, ungefähr? Um welche Uhrzeit? Wenn wir hier fertig sind, fahr ich los. Ach so. Also 5 Uhr morgens früh um 3. Ja. Dann, ja. Könnte doch 3:30 werden. Ja. Nachmittags. Was arbeitest du nochmal? Also normalerweise stehe ich um 3 auf und fahre dann zur Arbeit. Schläft deine Frau schon? Nö. Ach so. Musst du nicht auch arbeiten morgen? Nein, die nicht, nee. Ach so. Ich dachte, ihr arbeitet immer zusammen. Nein, um Gottes Willen. Nein. Los, nein, also. Nee, ich liebe meine Frau, aber. Was? Sorry. Ich liebe meine Frau. Wow. Hat sie gerade die Hand gegen dich erhoben? Nein, ich wäre jetzt beinahe rückwärts in den Bergmann rein. Ach so. Aber zusammenarbeiten? Nee. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja, das ist. Weißt du, dann gehst du dir ja wieder 24 Stunden auf den Sack. Das ist doch auch scheiße. Definitiv. Ja. Das will man nicht. Nee. Was machst du nochmal? Zahlausfall. Nee, also noch nicht ganz. Die Ausbildung kommt erst zum Tatortreiniger. Nee. Boah, das ist definitiv was halt dabei.